Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Ross Vita of Souls, wo ich ja eigentlich noch mitten in dem Spiel stand, aber dann leider einen Verbindungsabbruch hatte, während ich diverse andere Sachen gemacht habe, kurzzeitig AFK. Und ja, daher müssen wir jetzt leider mal ein neues Spiel starten. Ich weiß auch ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr, wo wir waren. Von daher machen wir doch jetzt erstmal wieder das Übliche und gucken hier die Sachen durch. Die verlorene Legion, fehlt uns das noch? Altar der Trauer, Tod in Schande, das klingt so, als wäre da irgendwas vielleicht dabei. Na, irgendwie nicht so, ne? Also ganz ehrlich, mir fehlt doch da noch so viel. So, die wütenden Toten, die Ernte, Versteckspiel, das habe ich auch alles aufgeschrieben hier, ne? Genau. Spiel, Parkbesuch, Einbruch, fehlgeleitete Magie, da ist ja nichts mit dabei. Hier fehlen Forschungsprobleme. Da gibt es verloren und vergessen zweimal. Ah, okay, es gibt, glaube ich, verloren und vergessen in den Blutmarschen und auch nochmal irgendwo anders. Das ist ein bisschen verwirrend. Genau, hier gibt es nämlich auch verloren und vergessen. Aber in Westmark und nicht in den Blutmarschen. Ach Gott. Große Waffe verloren ist hier. Zeitfalle, Ablenkung, Wiederauferstehung, Butterlang. Nein. Oh, Zeit abgelaufen. Das habe ich mir gar nicht mit aufgeschrieben. Das hatte ich auch irgendwann schon mal, in der Tat. Aber, okay, ja, hier fehlt uns immer noch das verfluchte Moor. Und hier fehlt uns einfach. Fehlen uns die vier Sachen hier. Juhe. Das habe ich immer noch nicht nachgeguckt. Bedrohliche Höhle. Ich glaube, das mache ich mal eben ganz kurz. Da drücke ich doch mal ganz kurz den Pause-Button. Oh Gott, welcher war das? War das der hier? Okay, der war es offensichtlich. Das Ganze ist in den Pfaden der Versunkenen. Da habe ich gerade irgendwie nicht so viel Bock rumzulaufen. Von daher schenke ich mir das einfach mal. Ja, und die ganzen Lorebooks, scheiß drauf. So, wo waren wir stehen geblieben? Da haben wir diesmal auch gar nichts, also gibt es auch überhaupt keinen Grund, dahin zu gehen. Akt 3 waren wir fertig, ne? Genau. Und Akt 2 fehlt noch das verfluchte Archiv. Da haben wir stattdessen aber tötet Zolt und Kuhl. Habt ihr mit Orek gesprochen? Nee. Noch nicht. Nee, und ja, schon wieder Akt 3 und 4 Bonus. Ach komm. Tut mir leid, dass ich hier irgendwie den ganzen Folgen anfangs so rumgurke. Aber irgendwie macht mich das gerade alles nicht so glücklich. Ich würde gerne auch mal irgendwie nicht nur sinnlos rumlaufen und leveln, sondern halt auch mal gefühlt irgendwas tun. Na gut, wenn hier jetzt nichts mit bei ist, dann lassen wir das. Natürlich nicht. Und auch überhaupt nichts in den Faden der Versunkenen. Also kein Grund, dahin zu gehen. Und natürlich ist es Akt 3 und 4. Natürlich, was auch sonst. So, haben wir hier wenigstens mal. Nein, natürlich auch nicht. Oh. Tötet Blaybauch den Vernarbten. Na, nee, danke. Wobei. Ach genau, wir hatten Akt 1 in Wirklichkeit angefangen. Hatten da, glaube ich, die Kassra-Höhle gesäubert. Und dann hatte ich total den Plan, als nächstes den Skeleton King zu machen. Aber gut, das hat sich dann wohl erledigt. Aber gut, machen wir trotzdem mal Akt 1 weiter, einfach weil ich gerade Bock auf Akt 1 habe. Na, hier läuft uns doch garantiert gleich der Schlüsselwächter über den Weg. Nicht. Na, das ging mal zügig, möchte ich sagen. Müssen wir nur noch Ebene 2 finden. Das kann im Zweifelsfall dauern. Ach Gott, da steht doch noch ein Treasure Goblin zwischen, den habe ich ja gar nicht gesehen.
Ach Gott, den krieg ich doch niemals, oder? Ha! In letzter Sekunde. So, und jetzt zu euch. Na komm. Fein. Mehr oder minder. So, neuer Versuch. Keine Resistenzen. Bisschen mehr Stärke. Dafür Leben. Es überzeugt mich irgendwie nicht. Irgendwie auch, wenn die Werte unten sagen, yay, Daumen hoch. Ist... Irgendwie überzeugt es mich nicht. Nee, nee. Ich weiß auch ganz ehrlich nicht warum, aber irgendwie... Ich meine, selbst reduziert alle Ressourcenkosten könnte ich ja noch rerollen für Ressourcen. Für Ressourcen, für Widerstände meine ich. Und eigentlich macht es halt auch irgendwie Sinn, aber... Na, ich packe die erstmal an die Seite und dann gucken wir weiter. Cool, schon fast 7 Minuten in der Folge und nichts geschafft. Ein Traum. War ja irgendwie klar, dass es dann doch auf der anderen Seite weitergeht. Einfach, weil es immer da ist, wo man nicht hingeht. Ist ja auch ganz klar. Ach, echt jetzt? Das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Spitzendrop. Da freue ich mich. Jetzt wieder kleine Kackspinnen. Alter. Haben ja auch nichts Besseres zu tun, ne? Versucht den Story Mode zu spielen. Einfach um was zu tun, aber. Nee. Ist ja ein Adventure Mode Let's Play. Die teilen mal ganz schön gut aus. Vertragen auch ganz gut. Na gut, haben natürlich auch mehr Leben, ne? Ja, ist, klar, dass die ein bisschen mehr aushalten. Ja, ich weiß. Geil, Boxerasche, natürlich. Ist das jetzt ein verbrannter Hund oder ein verbrannter Sportler oder eine verbrannte Shorts? Und warum sind es Handschuhe? Warum sind sie so schlecht?
Okay, diese Ebene ist jetzt 2 Quadratkilometer groß, dann... Nein, wir sind schon bei den letzten 5 Gegnern, okay. Einfach mal beschweren, dann wird's doch auch schon... Dann, ja, was wird's denn dann? Dann wird alles gut, natürlich. Dann ist der Drops gelutscht, dann ist die Katze im Sack, dann ist die Roswitha wieder hübsch. Und der Kuchen gegessen. Und das Sprichwort verhunzt. Und überhaupt, Hilfe. Wo stehen jetzt die letzten 2 hier? Ist doch nicht wahr. Von den letzten 2 ist einer ein Treasure Goblin. Ich kack ab. Oh. Aber mal 3, ist das Ding gerade praller Helm? So prall finde ich den gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber okay. Meinetwegen ist auch ein praller Helm. So, wo machen wir jetzt weiter? Auch machen wir einfach mal den Schlechter, oder? Würde ich sagen. Also, Gott, das klingt so kacke im Deutschen. Der Butcher. Oh, fresh meat. Der Weg zu Level 60 ist so weit. Zu Adventure-Zeit, zu Adventure-Zeit. Ich find's cool, wenn ihr jetzt, falls der Adventure-Mode ist, spontan Jake und Finn irgendwo spawnen würden. So in einem kleinen Secret-Dungeon, das wäre ein bisschen geil. Reflexion. 25% mehr XP für uns. Zumindest für die nächsten 4 Millionen XP, die wir sammeln. Na ja, die nächsten 6 Millionen. Auf jeden Fall steigen wir diese Folge noch auf, das ist doch zumindest was. Zumindest irgendwas geschafft. Jawohl. Die Zeit anhalten. Was ist das denn? Dem Gebot Nachdruck verleihen bewirkt außerdem 3 Sekunden lang das Leben weder verloren noch irgendwie. Ja, okay. Weiß ich nicht, ob man das unbedingt braucht. Oh, ich habe übrigens nochmal eine neue. Was ist denn? Ach, regeneriert noch, okay. Übrigens mal zeitweise eine neue Fähigkeit hier genommen. Die habe ich, Gott, wann habe ich die denn freigeschaltet, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, immer wenn wir einen Angriff blocken, wollte ich sagen, erhalten wir Leben. Und zwar gar nicht eben wenig. So, was macht diese Rune? Bewegungsgeschwindigkeit? Nein, mir total wurscht. Da nehme ich lieber die Chance auf Cooldown-Reduzierung. Vorne steht ein Treasure Goblin. Also ganz in der Ecke.
Und mal, dass da nicht zu viel Gekröse drumherum steht. Na, ja, so viel dazu. Läuft ja in die andere Richtung weg. Bleib hier! Ja, genau. Stell dich ins Feuer. Das ist eine richtig clevere Idee. Na, fuck. Na, so gut das vor 5-6 Leveln lief, merkt man jetzt doch langsam, ah, okay. Allmählich könnte man doch wieder ein bisschen besseres Equip gebrauchen. Aber nun gut. Treasure Goblin hin oder her. Den Butcher machen wir alle mal platt. Hoffe ich zumindest. Ich sag das hier jetzt so frei von der Leber weg, aber ja, wird schon passen. Könnte zwar ein bisschen dauern, aber sieht einigermaßen brauchbar aus. Nicht genug Zorn. Ja, heul doch. Feuer stehen ist irgendwie nicht ganz so geil. Andererseits auch halb so wild. So, erstmal brauche ich mehr Zorn. Da hämmern wir schön, wie wir eben den Hammer einfach voll in die Eier schmeißen. Oder auf den Hintern. Batz, 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 batz. Da kannst du dich nicht mal auf irgendein Feld stellen, was nicht brennt. Oh. Nervbolzen. Es ist einfach nicht wahr. Haha. Dauert schon mal verhältnismäßig lang. Aber gut, kann man nicht ändern. Also zumindest gerade nicht. Ich kann den Schwierigkeitsgrad noch runterstellen, aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt zu lahm. Schon Level 61 wäre, dann würde das alles so viel schneller gehen. Soweit geht, packt er noch seinen Enrage-Timer aus, falls er das auf dem Schwierigkeitsgrad überhaupt macht, da bin ich mir gar nicht sicher. So, ganze 3 Minuten später kriegen wir lächerlich wenig XP dafür und auch sonst nur Grütze. Wow, das war super. Oh, da haben wir die nächsten, die ich irgendwie nicht so toll finde. Ah, da gewinnen die im Moment noch. Und die nächsten. Und die nächsten. Ich muss zurückkehren. Ich muss zurückkehren. Ja, aus wieder. Alles wird gut. Irgendwann, vielleicht.
Oder auch nicht, ich bin mir da nicht so sicher. Die oder... Was hat denn... Ich glaube, ich nehme mal die. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum. Dann mache ich einfach mal. Und die werde ich mal gleich ein bisschen rerollen. Das mache ich aber offscreen, weil das ist ja... Ihr seht dann das Ergebnis. Ich verschwende hier ein bisschen Ressourcen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüss.